18.45 Uhr Rhein-Main-Zug. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und es geht heute in die finale Phase. Wir haben nur noch 9 Umschläge und da ist die Karibikreise dabei. Sie wird heute rausgehen, das ist definitiv. Aber bevor es so richtig losgeht, nochmal Erinnerung, hier die Regeln. Bitte schön. Traumhafte Gewinne mit Rhein-Main-TV. So einfach geht's. Gleich gibt's wieder eine Frage aus der Region. Schnell anrufen und mit nur einer richtigen Antwort ist bereits ein Gewinn garantiert. Vom Wellness-Wochenende bis zum Karibik-Aufenthalt. Und ein Anrufer pro Show hat darüber hinaus die Chance, in unserem großen Wochenfinale den Jackpot zu knacken. Bis zu 50.000 Euro liegen in unserem Tresor. Viel Glück! So, Michi Heide, gerade abgeholt. Ja. Hier. Was, so kann es gehen. Eben noch gedacht, shit, Feierabend und schon bin ich hier. Ja. Aber das ist auch geil, das ist auch viel besser als irgendwelche schlechten Nachrichten vermelden. Jetzt mal hier Gewinne raushauen. Eben, Gewinne, Leute Gewinne, machen. Gewinne. Und wir stellen auch ganz schnell die erste Frage. Stars und Sternchen. Wie viele Sterne umgeben das Eurozeichen am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt? A. 25 oder B. 12? Rufen Sie jetzt an 06172 49 und 5 mal die 7. Ich war wieder unterwegs im schönen Bad Homburg und habe ein bisschen was unter die Leute gebracht und das schauen wir jetzt mal an. Bitte schön. Schönen guten Tag, ganz kurze Frage. Wie hältst du dich fit? Ganz schnell. Zurzeit zu Hause mit einem Rückbildungsprogramm. Rückbildungsprogramm? Ja, ach so. Gerade. Ja, und gehst du auch ins Fitnessstudio? Nee, erstmal keine Zeit. Keine Zeit? Keine Zeit. Willst du ins Fitnessstudio umsonst? Ja, wenn ich Zeit habe. Dann musst du mir so 2, 3 Fragen beantworten. Okay. Ich gebe dir schon mal den Gutschein. Das ist wirklich von Health City hier in Frankfurt. Und du musst mir einfach nur sagen, was heißt denn das Bad in Bad Homburg? Was bedeutet das? Das sind die Quellen immer. Bad. Das heißt, dass wir Quellen haben hier. Und eine Kurstadt sind. Und eine Kurstadt natürlich. Genau. Nenn mir noch 2 Kurstädte, die du kennst. Bad Soden und Bad Nauheim. Okay. Und was sind Salinen? Salinen? Weiß ich nicht. Das, wo du so durchlaufen kannst. Okay. So diese gibt es in Bad Homburg nicht, aber in Bad Orb, glaube ich. In Bad Orb. Okay. In Bad Nauheim auch, genau. Und dann machen wir noch eine letzte Frage. Kannst du mir die Farben der Parteien nennen? Also schwarz ist? Die schwarze Schwarzfarbe ist meistens die CDU. Okay. Und rot? SPD. Richtig, gelb? FDP. Okay. Gut. Damit hast du schon gewonnen. Super. Tja. Ja, warst du, gehst du eigentlich auch ins Fitnessstudio? Nee, war das ich sollte vielleicht. Du solltest, ja warum? Guck mal, du bist rank und schlank und ja. Was hast du für eine Konfektionsgröße? Keine Ahnung. XS? Nee, nein. Aber warte mal, das ist eine gute Frage. Das steht hier irgendwo, ne? Ja. Keine Ahnung, kann ich gar nicht sagen. Kannst ich gehe nicht so gern einkaufen. Ich sag der Verkäuferin, bringst mir irgendwas, was mir passt. Das Health City ist im Übrigen in Bad Homburg natürlich, nicht in Frankfurt. Was ich da wieder erzählt habe. Und die Salinen sind auch in Bad Nauheim und nicht Bad Orb, was du da alles in erzählst. In Bad Orb aber auch. Ach so. Ich war schon mal da. Okay. Ja. Hier, schwätze nicht so viel, Preise raushauen. Ja, ich warte auf meinen ersten Anrufer. Wie gesagt, 06172 49 und 5 mal die 7. Hast du eigentlich auch schon mal angerufen? Nee. Nicht? Nee. Ich darf doch gar nicht. Wir das wäre noch aufgefallen, wenn ich mit verstellter Stimme und falschem Namen angerufen hätte. Das wäre ja cool. Was wäre dein Name? Ichmael Edai. Ichmael Edai. Einfach falsch. Vielleicht ruft er jetzt an. Rhein-Main-Zock, der Boris, ich begrüße den Horst. Grüße dich. Ja. Hallo, wie geht's dir? Hallo, ja. Gut. Bitte? Geht's dir gut? Das, ja. Sehr schön. Ah, hier kommt nochmal die Frage. Achtung, gut aufpassen. Stars und Sternchen. Wie viele Sterne umgeben das Eurozeichen am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt? A. 25 oder B. 12? So, jetzt deine Antwort. 12. Und das ist richtig. So, Michi. Ich darf dich bitten, deinen Einsatz. 2 nehmen. Eins geben? Ja, wie du magst. Nee, ich mach einen und dann sagt der Horst einfach Stopp. Und Horst, gell, du sagst Stopp und dann nehme ich den ich gerade in der Hand habe. Stopp? War das ein Stopp? Nee, ich warte noch auf den Stopp. Sag Stopp. Stopp. Ja, sehr gut. Der hier? Der da. Nehmen wir. Ich weiß ja eh nicht. So. Nee, mach du. Ich mach das ganz schnell. Du bist der, du hast da so viel Erfahrung inzwischen auch als... Du gewinnst. Ein Spiel für die Wii Just Dance. Herzlichen Glückwunsch, hier kommt dein Preis. Bitteschön. Sie gewinnen das Spiel Just Dance 4 für Wii von Ubisoft.
Der neueste Teil der beliebtesten Tanzspielreihe bietet stundenlangen Spielspaß für die ganze Familie zu mehr als über 40 Songs mit ausgefallenen Choreografien. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch! Ja, danke! Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ja? Auch danke! Tschüss! Ja, auch! Tschüss! So, und gleich die nächste hinterher. Wir haben noch ganz viele Preise. Noch 8. Bekömmliche Aussichten. In welchem Gefährt kann man Frankfurt beschwipst erleben? A. Riesling-Rakete oder B. Äppelweih-Express? Rufen Sie jetzt an 06172 49 und 5 mal die 7. Bist du Bier- oder Weintrinker? Kann man auch mischen. Nee, also ich würde sagen eher Wein. Ja? Ja, eher Wein als Bier. Hast du schon mal Rot- und Weißwein gemischt? Nee, ich war jetzt in Amerika und die haben mir was angeboten, das habe ich noch nie gesehen, nämlich einfach eine Mischung aus allem. Echt? Also gesagt, ja, hier ist ein bisschen Merlot, ein bisschen Chardonnay, ein bisschen... Echt? Ja. Okay. Reinmann zockt der Boris, mit wem spreche ich? Hallo? Hallo? Wer ist da? Wer ist da? Ist da jemand? Hallo? Hallo! Wie geht's dir? Wie heißt du? Ich bin Evelyn. Danke, gut. Das ist schön. Du hast gut aufgepasst, weil hier kommt nochmal die Frage, die der Michael dir jetzt extra... Nur für dich vorliest. Einfach da in die mittlere, große, linke, rechte, große, in die ID-Kamera. Hier ganz, nee, ganz nein, rechte. Da, nimm mal die hier. Ja, die ist doch super. Ich bin ja wie Heiner Bremer. da. Und zwar ganz einfach. In welchem Gefährt kann man Frankfurt beschwipst erleben? A. In der Riesling-Rakete oder B. Im Äppelweih-Express? Das ist B. Und das ist natürlich richtig. Obwohl ich mir eine Riesling-Rakete für Frankfurt wünsche. Okay, du darfst. Hier geht's wieder los. Ja. Ich habe den Namen jetzt nicht richtig mitbekommen, aber unbekannte Frau am Telefon, bitte einfach Stopp sagen. Sag mal Stopp. Stopp. Der hier? Ja, Gott. Den nehmen wir. Den nehmen wir. So, liebe Evelyn. Evelyn. Von wo rufst du an? Aus Frankfurt. Aus Frankfurt. Welchen Stadtteil? Ostend. Ah, Ostend. Hast du das Hello Kitty Umstyling bei mir gesehen? Nee. Nicht? Dreh dich mal rum. Hier ist dein Preis. Du bekommst das Hello Kitty Umstyling im Neu-Isenburg-Zentrum. Cooles Styling für Hello Kitty Fans. Du hast ein Styling für Teens im angesagten Hello Kitty Salon in Neu-Isenburg im Isenburg-Zentrum gewonnen. Termine nach Absprache. Herzlichen Glückwunsch. Ungefähr so sieht das dann aus. Okay. Wäre das was für dich? Und du wirst eingeladen. Der Zufallsgenerator hat gerade zugeschlagen. Das heißt, wir sehen uns schon morgen. Du kannst morgen hier bei mir in der Sendung um bis zu 50.000 Euro spielen. Oh, okay. Ich hoffe, dass du kommst. Ja, ich werde versuchen. Okay, ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ja? Danke, ebenso. Und tschüss. Tschüss. Und wir machen noch eine, weil es so gut gerade läuft und wir haben ja noch ein paar Preise. Bitte schön, die nächste Spiel. Gaumenschmaus. Welches Gericht ist Frankfurter Tradition? A. Grüne Soße oder B. Kartoffelsuppe? Rufen Sie jetzt an 06172 49 und 5 mal die 7. Wie viel Gewürze hat die grüne Soße? Gewürze, Kräuter. Ja, Kräuter. Ach du Scheiße. Darf man das sagen im Fernsehen? Nein, darfst du nicht. Deswegen. Ach du doofer Mist. Ich weiß es nicht. Sieben. Sieben. Petersilie, da hört schon auf. Da hört schon auf. Wo warst du denn in Amerika? Also Kalifornien. Kalifornien. Eine schöne Kalifornien-Tour haben wir gemacht. Echt? Ja. Verdient man sich hier so viel Geld, dass man sich das... Das ist ja noch nicht bezahlt. Ach so, du musst ganz raffiniert sein. Ja. Kalifornien. Wo denn? Also machst du das so eine kleine Rundreise? Ja, wir haben mal die Hinterland gab es mal zu sehen. Wir haben mal die Parks mal angefahren. Die großen, okay. großen Bäume, Redwoods und sowas. Und okay. Ja, ein bisschen Tal des Todes mal, ein bisschen braten lassen. Ich habe zwei Schichten meiner Kopfhaut verloren. Hast du, soll ich schon wieder was fragen? Rhein-Main-Zock, der Boris, mit wem spreche ich? Hallo? Es müsste ein Mann sein. Hallo? Hallo, du bist der? Ich bin der Angelo. Angelo? Angelo aus Wächtersbach. Wo aus? Wächtersbach. Ach, Wächtersbach. Ah, ihr habt gerade Messe, ne? Oder bald jetzt? Nächste Woche geht's wieder Nächste Woche geht's wieder los. Pass auf, hier kommt die Frage vom Michael Heide gestellt. Bitte schön. Also nochmal, Gaumenschmaus. Welches Gericht ist Frankfurter Tradition? Hier, guck doch hier hin. Dahin. Ja. Heiner, nenn mich Heiner. Ja. Wo muss ich? Da, hier. Ah, da. Ja. Also, ist es die grüne Soße A oder B, die Kartoffelsuppe? Ja, klar, die grüne Soße, ne? Jawohl. So heißt der Angelo sogar. Der Angelo. Von wo kommst du? Was, also deine Nationalität? Italienisch?
Ja, Italiano. Italiano. Super. So, und jetzt der Umschlag. Ich wieder hier. Bitte. Ach ja. Ja. Angelo, du weißt Bescheid, ich wühle wieder und du sagst Stopp. Genau. Angelo. Stopp. Der hier. Links, der, links oder rechts? Ja, egal, ja, ich verlasse mich auf den. Okay. Ich, das wird ja schon sein. Ich nehme an, das ist der Hauptpreis. Wir nehmen den. Ja, jawohl. Und du gewinnst. Darmstadt. Schlossgrabenfest. Kriegst du VIP-Tickets. Bitteschön. Gewinnen zwei VIP-Tickets für das Schlossgrabenfest in Darmstadt. Erleben Sie die Top-Acts Großstadtgeflüster und Leith Aldin hautnah. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, du triffst unter anderem auch Leith Aldin. Kennst du den? Nein, leider nicht. Aber ich freue mich schon drauf. Du lernst den kennen, glaub mir. Okay. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, schönen Gruß nach Wächtersbach. Gehst du auch auf die Messe? Ja, klar. Okay, dann viel Spaß auf der Messe. Tschüss. Und noch schönen Abend, ja? Danke, danke, tschüssi. Tschüss. So, um 19:45 geht weiter. Wir haben noch 6 Umschläge und es ist immer noch eine Karibikreise dabei. Einer von 6 wird sie gewinnen. Einer von 6 wird gewinnen. Um 19:45 geht weiter. Ich bin nervös und wir müssen jetzt ganz schnell aufhören, weil ich muss auf Toilette. Bis später. We'll be right back.